dumme Geschichte, Alter. Deine Mutter und deine Freundin mögen mich. Die sagen, es ist gut, dass mir euch Schuss rumhängt. Franzi hat das anderes gesagt, ehrlich gesagt. Welcome back to Formula One 2020. We have no idea what's going to happen. I was happy that he was making something with his life. This was like a big deal for New York. If you stood on 145th and 8th Avenue, you stood on Flatbush Avenue, you stood in front of juniors, every car was playing Ready to Die. It's coming back. Run! Run! Patriarchy and burning it all down. He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff. I would love to know who started Moxie. Revolution, baby! And this is Mochi. Hello, Waffles and Mochi. Our dream is to become chefs. If you want to be great chefs, you have to learn about all kinds of different foods. Wow, it's like a rainbow in my mouth. No, absolutely not. Nope on a rope. I hear myself when I'm with the kids and I think, I wouldn't even hang out with me. Have you heard about Yes Day? It's this new thing where parents say yes to everything their kids ask for 24 hours. Who's ready for Yes Day? Entschuldigung, können Sie mir helfen, bitte? Glasner? Ja. Zwei Blocks in die Richtung, einen die, dann links und Sie sind da. Okay, danke. Bitte. Danke, Nick. Zollbehörde, ich gehöre zum Mix. 24 Wachleute. Das ist der ganz große Coup, bei sehr kleinem Risiko. $30 Millionen. 43 Überwachungskameras. Also gut, kriege ich die Details? Ich habe den kompletten Grundriss. Die Sicherheitsabteilung habe ich um den Finger gewickelt. Entschuldigung, Entschuldigung! 4 Alarmsysteme. Ich werde mit dem System fertig. Aber den Safe muss ein anderer knacken. Nach diesem Coup höre ich auf, ein für alle Mal. Das war's dann. Ja, wie oft hast du mir das die letzten 24 Jahre erzählt? Und das alles, um einen Tresor zu schützen, der nie zuvor geknackt werden konnte. Na, gib's doch zu, der Kleine hat eine gute Show abgezogen. Danke, danke. Ich leite diese Operation von A bis Z. Wenn ich nur eine Sekunde lang sehe, dass du dich nicht an die Abmachung hältst oder mir was verheimlichst, bin ich weg. Kapiert? So läuft das nicht mit mir. Ich habe das alles im Detail geplant. Also schieb mich nicht ab, wenn es ums Kassieren geht. Ich warne dich. Du spielst ein zu gefährliches Spiel. Hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Etwas Respekt von dir wäre ein guter Anfang. Was sagst du? Konstantin Film präsentiert. Wer ist das? Mein Cousin.
Cousin. Das hier ist mein Cousin. Wir haben alle Familie dabei, ist doch nett. Ich habe 25 Jahre nicht mit einer Waffe gearbeitet. Da fange ich jetzt nicht damit an. Nächstes Mal kommst du ohne das Ding. Robert De Niro. Edward Norton. Angela Bassett. Und Marlon Brando. Kannst du mir den Bypass kurz besorgen? Willst du reden oder willst du sehen, was ich habe? Geschafft. Sie können diesen Coup nur gemeinsam landen. Tick-Tack. Doch die Beute will jeder für sich allein. Glaubst du, ich bin blöd? Meinst du, ich krieg nicht mit, was ihr vorhabt, Max und du? Seit wann denkst du, du bist besser als ich? Du willst mich mit einem Bruchteil der Beute abspeisen, die es ohne mich gar nicht gäbe. Das Spiel hier ist ungeheuer riskant. Und wenn du nicht diszipliniert genug bist und aufhörst zu zocken, wirst du untergehen. Unvermeidlich. Willst du wissen, womit ich dich ans Messer liefern kann? Entweder wir klären das jetzt sofort oder ich sorge dafür, dass du untergehst. Was ist da los? Sie müssen leider umdrehen. Da vorne gab es einen ziemlich schlimmen Unfall. Können wir irgendwie helfen? Sind Sie Arzt oder sowas? Ja, oder sowas. Nette Puppe. Denken Sie vielleicht. Hat es funktioniert? Das Böse ist unter Kontrolle. Wie konntest du mir verschweigen, dass du heute bei den Warrens babysittest? Und morgen sind wir in aller Früh wieder zurück. Viel Spaß. Haben deine Eltern hier gar keine gruseligen Sachen? Wir schließen alles in einem Zimmer ein. Es ist nicht gut, wenn da jemand reingeht. Mein Dad sagt, alles, was da drin ist, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer rituellen Handlung verwendet. Was ist das? Der Fährmann. Den Toten wurden Münzen auf die Augen gelegt, damit er ihre Seelen holt. Was ist mit der Puppe da drin? Annabelle. Sie wurde weggeschlossen. Dafür gibt's Gründe. Kommt Annabelle zum Spielen raus? Ein Magnet für andere Geister. Verschwinde! Mrs. Warren? Mom? Ist alles in Ordnung? Irgendwas passiert in Ihrem Haus und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kann ich mit Annabelle sprechen? Wie bitte? Du musst ihr eine Seele geben, Liebes. Sie will eine Seele! Klar sagen alle, dass die Welt heute sicherer ist, als sie es je in der Geschichte der Menschheit war. Fühlen Sie sich heute sicherer als gestern? Also ich nicht. Die Welt hat sich verändert. Der Krieg, den wir heute führen, verlangt nach einer neuen Art Soldaten. Wir brauchen Leute mit Fähigkeiten und der Einstellung, Herausforderungen zu meistern, die wir noch gar nicht kennen. Wir brauchen jemanden, der durch einen Tornado geht, als wäre es nur ein kleines, laues Lüftchen. Runter auf die Knie! Wenn ihr nicht zurück wollt, hättet ihr auch fragen können. Einfach ausgedrückt. Sie sollen in ein paar Ärsche treten. Und dabei möglichst cool aussehen. Für mich kein Thema. Knarren, Frauen und die Weltherrschaft. Xander Cage ist zurück. Thank you.
Willkommen zu Nerf. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Watch Player. Cool, oder? Sieht irgendwie strange aus. Ist das legal? Wie? Das Leben rauscht an dir vorbei. Du musst ab und zu mal was riskieren. Ich riskiere doch was. Okay, du spielst Nerf. Traust du dir das zu, wie? Küss einen Fremden für 5 Sekunden? Küss einfach den da. Okay. Okay, bis dann. Die Watcher wollen anscheinend, dass wir ein Team werden. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Partnerin wäre. Komm schon, mal sehen, was noch so passiert. Okay. Ist das wie? Wo finde ich dieses Kleid? Mein Geld, meine Klamotten, alles weg. Mein ganzes Zeug ist auch weg. Lass uns abhauen. Ich klaue nicht. Wir haben keine Wahl. Eigentlich sollen wir nur das Geschäft verlassen. Ich bin dein Fan. Wir sehen nur noch das Y von Daddy. Was? Ist ein Scherz. Dollar, dollar, bill, ja. In Seattle ist einer beim Nerf-Spielen draufgegangen. Und wenn ich aussteige? Verlierst du alles. Unser ganzes Geld ist weg. Warte, Mom, was? Hey, Officer, hey, hey. Ich brauche Hilfe. Wie? Tu das nicht. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Scheiße, was ist hier los? Watcher haben unsere Identität gestohlen. Wir sind jetzt im Spiel gefangen. Wie? Wir kontrollieren dein Leben. Der einzige Ausweg ist zu gewinnen. Denk dran, du bist meine Augen. Oh mein Gott. Schneller! Player. Zeigt uns eure Waffen.